Bei der letzten und ersten Folge in dieser Saison von Auf ein Ensinger mit hat Jonas Wohlfahrt Bottermann Lukas Herzog nominiert. Er ist entsprechend vor dem morgigen Heimspiel gegen Crailsheim an meiner Seite und wird gleich einige eurer Fanfragen, ihr durftet ja via Instagram euch beteiligen am Fragenkatalog von mir an ihn. Und darum kümmern wir uns gleich. Zuerst kümmern wir uns aber erstmal über das Spiel von morgen, über das Spiel gegen Crailsheim, über das Derby. Und demnach natürlich klare Frage, morgen Derby, bist du besonders heiß? Ja, auf jeden Fall, Derby ist nochmal was ganz anderes wie jedes andere Spiel und wir versuchen einfach morgen alles zu geben und den nächsten Sieg nach Ludwigsburg zu bringen. In Ulm hat es beim Pokal aufgrund der Quarantäne auch nicht ganz so gut geklappt. Morgen natürlich komplett anderer Gegner, komplett andere Situation. Heimvorteil aber nur bedingt vorhanden. Court ist bekannt, Fans sind aber nicht da. Nimmt es dem Derby viel weg? Ja, natürlich sind im Derby nochmal Fans, ne, oder nehmen die Fans nochmal eine ganz andere Rolle ein, weil es einfach viel lauter ist oder viel mehr auch in die Arena, denke ich, kommen. Aber jetzt durch die Situation in der Corona-Krise können wir natürlich nichts ändern und wir versuchen trotzdem alles zu geben und dann sehen wir, was am Ende rauskommt. Euch einen Derby-Sieg zu schenken. Besonders ein Mann ist bei Crailsheim auffällig, der ja, auf deinen Positionen, wie auch immer, auf den Guard-Positionen auf jeden Fall spielt. Trey Bell-Haynes, auch gestern gegen Göttingen wieder brilliert. Wie siehst du ihn? Ja, er ist natürlich ein sehr guter Spieler, sehr schnell, sehr wuselig, kann gut zum Korb ziehen, trifft auch die Saison gut seine Dreier und verteilt auch enorm gut die Bälle ans ganze Team. Ich glaube, er macht im Schnitt 26 Punkte, 10 Assists, ist schwer in der Liga. Und ja, wir versuchen ihn einfach so gut wie es geht zu stoppen und dann werden wir sehen, was am Ende rauskommt. Ein Kollege, der letztes Jahr beim Stoppen der Gegenspieler geholfen hat, mit dem du dich ganz gut verstanden hast, weil ihr auch im U19-Team gemeinsam gespielt habt, spielt jetzt in Crailsheim. Radi Kasin, gibt es da noch hier ein bisschen Trash-Talk für Radi vorm Spiel? ja, also ich habe mich letztes Jahr sehr gut mit Radi verstanden. Auch bei der Nationalmannschaft war ich immer im Zimmer mit ihm. Ist ein sehr guter Kumpel von mir. Ab und zu schreiben uns auch noch gegenseitig ein bisschen Kontakt und natürlich macht man da auch ein bisschen Trash-Talk oder redet im Spiel mit ihm. Gut, dann da bisschen Zusatzmotivation noch neben der Bank. Worauf kommt's denn generell an, damit es morgen gegen Crailsheim klappt? In der Vorbereitung gab es ja einen Sieg und eine Niederlage jeweils, also da schiedlich-friedlich. Morgen soll es nicht schiedlich-friedlich werden. Worauf kommt es an? Ja, wir müssen auf jeden Fall versuchen, wie du schon gesagt hast, Trey Bell zu stoppen. Den Point Guard, weil ich glaube, er hat die meiste Zeit den Ball in der Hand. Und ansonsten haben sie sehr viel gute Werfer. Da müssen wir versuchen, denen die Würfe wegzunehmen oder so schwer wie es geht zu machen. Und dann Inside mit Boggy und McNeese haben sie auch zwei verschiedene Center. Der eine kann werfen, der andere ist sehr athletisch. Da müssen wir auch aufpassen, weil die sind auch zwei sehr gute Spieler. Und ja, aber wie gesagt, wir müssen als Team gut miteinander spielen und gut in der Verteidigung sein und dann versuchen, den Ball schnell möglich zu pushen und dann gut oder schnell Punkte zu erzielen. Jetzt ist es ja so, dass uns ein sehr intensiver Dezember bevorsteht. 7 Pflichtspiele stehen an bis zum Jahreswechsel. Kurz danach noch mit Bayreuth das 8. Die letzten 2 Wochen war aber nicht Training, sondern spielfrei. Wie geht man an so einen intensiven 7 Monate ran? Ist es da irgendwie wichtiger, die Regeneration zu haben oder einfach nur irgendwie täglich besser auszuschlafen, damit man fit ist? Was muss man machen? Also ja, natürlich ist Regeneration jetzt sehr wichtig, wenn wir die ganzen vielen Spiele jetzt haben und dann einfach versuchen, auch viel zu schlafen, sich gut zu ernähren. Ja. Mit welcher Nahrung regeneriert man am besten? ich esse oder versuche auch oft Kohlenhydrate zu nehmen, Nudeln zu essen. Auch Obst und Gemüse. Die Frage war natürlich jetzt nicht von ungefähr, denn sie ist die perfekte Überleitung zu dem, ich habe es ja gesagt, Fragen, die eingereicht wurden. Da muss ich gleich mal noch auf den Zettel schauen, was denn alles eingereicht wurde, was wir jetzt gleich nehmen. Aber die erste Sache, die kann ich dir auf jeden Fall sagen, die war nämlich die Frage nach deinen Restaurant-Tipps für Ludwigsburg und Stuttgart. Gibt es irgendeinen Go-To-Place, der nicht so bekannt ist, den du sagst, muss man unbedingt gesehen haben? Ich, ehrlich gesagt, gehe ich in Ludwigsburg gar nicht so oft essen, aber ich finde die blaue Agave sehr gut, aber ich denke, die meisten kennen die auch. Und in Stuttgart
gehe ich öfters oder ich mag sehr gern Sushi. Da gehe ich auch oft ins Enzo, das ist da beim Bräuninger. Dann weg vom Kulinarischen und mehr hin zum Sportlichen. Hast du ein NBA-Lieblingsteam? Ja, so ich mag die Lakers natürlich sehr. Denk jetzt nicht, ich bin Erfolgsfan, aber das war schon immer so. Aber dann auch Dallas Mavericks. Ich mag einfach, wie die spielen. Sehr viele europäische Spiele. Und entsprechend Luka Doncic, guter Mann. Gut, dann lass mich kurz schauen. Der Blick in die NBA ist natürlich das eine, den möchte ich dir aber gar nicht an den Kopf nageln für die Prognose, für deine Prognose in 5 Jahren. Nach der wurdest du nämlich auch gefragt. Wo siehst du dich denn in 5 Jahren? Gibt es ein langfristiges Ziel? Ja, also langfristiges Ziel ist natürlich schon, irgendwann mal Euroleague zu spielen oder beim Top-Club in Europa zu spielen. Das wäre natürlich schon mal ein Traum. Und das Jahr, dieses Jahr, hat natürlich auch gewisse Ziele. Wenn du denn die Mannschaft, so wie du sie jetzt in den letzten Wochen erlebt hast, wie du dich erlebt hast, bewerten müsstest, wo geht's oder wo kann es hingehen? Was ist die Prognose? Also ich denke, wenn wir von Spiel zu Spiel denken und immer unser Bestes geben und alles einfach geben, dann ist natürlich auch dieses Jahr sehr viel möglich. Ich glaube, dieses Jahr haben wir wieder auch ein sehr gutes Team. Sehr alte Spieler, aber auch junge Spieler. Ich glaube, der Mix passt sehr gut. Und ja, also Prognose ist natürlich, dass wir, denke ich, oben mitspielen. Das Potenzial dafür haben wir auf jeden Fall. Und ja, dann werden wir sehen, was am Ende der Saison rauskommt. Am Ende der Saison 18-19 gab es in deinem NBBL-Jahr zwar ein Viertelfinal aus, aber an sich ein sehr erfolgreiches Jahr. Und ein gewisser Spieler fragt, wer denn deiner Meinung nach der härteste Gegner in dieser Saison war. Kannst du dir vorstellen, welcher Spieler das war? 18, 19? Von den Gegnern oder aus meinem Team? Aus deinem Team? Auch ein Guard. Ich denke mal Kiwi. Kiwi hätte es sein können, es war aber Kunzi, der dich fragen wollte, rückblickend, ja, deine Jugendzeit ist vorbei. Wie war sie denn und wie nimmst du jetzt als voller Profispieler ja, die BBA so wahr? Also ich glaube, ich bin mit 14 Jahren zu oder 13 Jahren zur BBA gewechselt, zu 14 damals. Und dann habe ich bis jetzt alle Jugenden durchlaufen hier in Ludwigsburg. Es war natürlich eine sehr schöne Zeit, hatte auch viele korrekte Teammitglieder oder Teamkollegen. Und ja, ich erinnere mich oft sehr gerne an die Zeit zurück. Ich glaube, wir hatten sehr viele tolle Jahre, auch wenn wir vielleicht nie richtig den Pott geholt haben oder so, konnten wir eigentlich immer sehr zufrieden sein mit dem, was wir jede Saison geliefert haben. Und ja, also jetzt im Profibereich ist natürlich auch nochmal ganz alles ganz anders. Da ist man jetzt nicht mehr zum Beispiel der Teamleader, sondern versucht erstmal von unten zu beginnen und nimmt eine Rolle weiter hinten ein. Die ja natürlich nicht minder wichtig ist. Du hast es aber gerade gesagt, du bist nach Ludwigsburg gewechselt und dementsprechend passt es dann auch zu einer weiteren Frage, nämlich in Europa und in generell sehr vielen Clubs gibt es wieder, dass Spieler, die Flüge geworden sind und die irgendwann zu großen Clubs gewechselt sind, zum Ende ihrer Karriere wieder zu ihren Jugendwurzeln zurückkommen. Und der BBC Stuttgart würde doch ganz gern wissen, ob das bei dir auch möglich ist. Also daran, ich habe schon mal ganz wenig daran gedacht, aber so die nächsten Jahre versuche ich natürlich mich erstmal auf das Profisein zu konzentrieren und dann, ich weiß ja nicht, wie lange ich spielen kann. Ich weiß ja nicht, wie ich mich mit 35 fühle, aber ich kann mir natürlich schon vorstellen, vielleicht irgendwann mal wieder zurückzukommen, dann mit meinem Bruder vielleicht wieder im Team zu spielen und auch mit Kumpels, mit denen ich damals auch beim BBC angefangen habe, dass wir alle wieder zusammenkommen und dann vielleicht mit dem BBC ein bisschen oder auf Erfolgskurs gehen. Der BBC muss also noch ein bisschen warten. Nicht so lange warten muss die nächste Nominierung. Die ist zum nächsten Heimspiel dann, oder zum übernächsten Heimspiel nicht gegen Berlin, sondern gegen Vechta in 2 Wochen geben wird. Da gibt es dann die dritte Aufnahme von Auf ein Ensinger mit. Und die Folge Nummer 3 darfst du nominieren, wie sich das gehört. Wer darf es denn an meiner Seite beim nächsten Mal sein? Ja, also ich würde glaube, eigentlich wollte ich den Elias nominieren, aber der ist damit nicht zufrieden. Ich habe es auch schon angedeutet, aber der will mir da ein paar Schläge geben. Deswegen nominiere ich Desi. Also ich verbringe auch sehr viel Zeit mit Desi.
Sehr cooler und lustiger Typ. Ich glaube, mit dem könnt ihr auch richtig viel Spaß haben, lustige Fragen stellen und ja. Gut, dann danke dir. Schön, dass wir die körperliche Unversehrtheit weiterhin hochhalten können bei Elias und Luki. Desi, du bist beim nächsten Mal dran. Ich sag's ja auch noch auf Englisch. Vielen Dank euch fürs Zuschauen, euch fürs Derby. Viel Erfolg. Wir drücken die Daumen. Und ja, digitaler Support, Wohnzimmerpaket und alles, wie es so weitergeht, verlinken wir euch nochmal in den Kommentaren. Alles für den Derby-Sieg, alles für Saisonsieg Nummer 5. Danke dir.